Freunde, Challenge Time! Ja, haben wir angekündigt. Wieder. Heute Tengiers. Wie geht's gut? Der ist motiviert. Heute Tengiers. Nee, drei verschiedene nicht. Haben wir zur Auswahl. Ist ein sehr, sehr starker Tabak. Manche kennen den von euch. Wir haben uns vorgenommen, den heute zu rauchen, ohne irgendwelches Vorwissen. Wir haben den vor x Jahren mal vielleicht jeder einmal geraucht. Ich habe da damals keinen Kopf gebaut. Ich habe den da so vorgesetzt bekommen und habe ihn nicht gemocht. Und bei dir glaube ich genauso. Ich dachte, mir wachsen danach Titten. Das war gar nichts für mich. Also der hat mich weggeknallt. Die riechen alle nicht gut, die Sorten, finde ich zumindest. Und da wird gleich erstmal die Entscheidung fallen, welchen wir nehmen. Wir haben einmal den Orange Soda. Für den bin ich ja. Sour Grape. Und Kashmir Peach. Den würde ich ja. Obwohl, ja, ich lasse mich überraschen. Um vorwegzunehmen, viele Leute können Tangiers ohne Probleme qualmen. Wir sind aber absolute Amateure. Und ich konnte ihn beim ersten Mal auch schon nicht qualmen. Also jetzt nicht da, so schlimm ist das nicht. Abwarten, Freunde. Es gibt viele, dem Wirt habe ich gehört, die rauchen den und dann müssen die kotzen. Andere wiederum, die sagen, boah, wenn ich den rauche, Alter, ich muss sofort kacken. Andere wiederum, die sagen, mir wird davon, ich kriege davon Kreislauf. Freunde, ne, ich weiß nicht, welcher Fall oder welchen Part wir da heute einnehmen in der Einreihung. Also einem Kollege wurde damals extrem schlecht davon. Ja, der Kollege warst du selber und... Nein, das war nicht so gemeint. Das ist Quatsch. Natürlich nicht. Freunde, wir fangen an. Xinjiang Chong, einmal. Flavor-Auswahl, einmal, ne? Einmal. Du Dreckigen! Hat er wieder gewonnen. Ne? Jetzt darf der Pisslappen da die Sorte aussuchen, Freunde. Ich bin... Tengiers, das ist für mich nichts. Also, ich weiß es nicht. Ich kriege da Albträume von. Das ist für mich nicht ganz einfach. Und jetzt darf der Schaluppi da auch noch den Flavor aussuchen. Das fängt schon gut an hier. Meine Entscheidung ist gefallen, Freunde. Wirst dich darüber nicht freuen. Kein Soda. Wir nehmen Kashmir Peach. Der riecht am wenigsten eklig. Ja, die riechen alle nach Arsch. Und nicht so stark. Werden wir uns bestimmt auch mit gut abfinden können. So. Wer baut denn jetzt, ist die Frage. Xinjiang Chong, wer baut? Hast verstanden. Und den krall ich mir. Wenn ich nämlich richtig lecker Köpfchen bauen, Freunde. Ja, ich wollte erst auf Stein gehen wieder. Stein, hör auf, schade. Die Schere schnippt immer, Freunde. Ja, gut. Ich baue den Kopf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Jetzt baut der da auch noch einen Kopf, ey. Das ist ja wohl, hat er ja schon jahrelang nicht mehr gemacht. Ist er total abgehoben jetzt hier durch seine Internet-Review-Scheiße. Jetzt hat er so mal immer seine Praktikanten dafür und jetzt baut er da wieder. Ich habe ja ein bisschen Angst, was er da gerade macht, ne? Können ja nur schlecht für mich ausgehen. Ja, ich bin gespannt. Das alles so mit rechten Dingen dazu geht, was er da jetzt gerade macht. Wir werden es erleben, ne? Ja, Freunde, hat er Kopf gemacht. Ist fertig. Ja, aber ich weiß nicht, was da für ein Kopf ist. Hier irgend so ein Abklatsch von dieser Lamar, Uzi-Duzi Bowl. Ich habe keine Ahnung, wo man Tangiers wohl drin raucht. Ich weiß es nicht. Habe ich vor Jahren mal so ein Bildchen gesehen. Ich weiß das auch nicht mehr, wie die heißen. Ja, guck hier die Bilder, wie der Papa das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Das sieht mir nicht danach aus. Freunde. Ja, sieht schön aus. Ich habe keinen Bock. Wer dafür der Kai macht, an der Stelle weiter. Ich bin raus, gehe noch eine Runde joggen. Als ob du jemals joggst. Und dann... ja, komm. Freunde, wir machen die Kohlen an, hauen den Kopf drauf und dann sehen wir uns gleich wieder in der Anrauchphase. Wa? Bis gleich. So, kriegst du wirklich Kopfschmerzen. So, Freunde, er kriegt Kopfschmerzen, ihr habt damit gekriegt. Kohlen sind drauf jetzt, 3 Tom Coco Gold. Riecht schon gut. Ich weiß nicht, ob das so muss. Das knistert wie Sau hier. Und stinkt. Ein wenig aber auch nur, also weiß ich nicht. Wenn er mal in Essen in verschiedenen Seitengassen wart, ähnelt dem das schon. Ich weiß ja nicht, wo du rumrennst, aber. Willst du auch nicht wissen. Nee, lieber nicht.
Ja, wir machen heute normal, lasse ich das immer drauf liegen und ziehe dann erst jetzt, wir ziehen das Ding an bis zum bitteren Ende. Ich hab da, ich kack ab bei sowas, deswegen Xing Shang Chong, der Kai kackt bei sowas nämlich nicht einmal? Ab. Einmal? Ich hab ja nur schon Kopfschmerzen, du hast recht. Du weißt ja, die Schere, aber du bist alkoholisiert, du schaffst das. Tracking. 1, 2, 3. Ja. Wie lange zögerst du denn? Ja, wieso das denn? Nochmal. 1, 2, 3. Willst du mich verarschen? Jetzt nochmal. Wie hältst du denn dein Blatt überhaupt? Wieso? Ja, Schellenmäßig. Schellenmäßig. Zieh an das Ding. Ich höre nichts blubbern. Wer hätte bei Schinscher schon ein Blatt? Ich höre hier nichts blubbern. Ach so, nach einem Zug oder was? Ja. Weiter, das ist nicht an. Ich sehe dann, ist nichts an. Ich sehe da schon die Bohnen voller Rauch. Da ist nichts an hier. So krass. Ja, der ist echt stark. Ernsthaft? Ja, sicher. Glaube ich, denke ich. Ich direkt die Schweißperlen auf der Stirn, weil ich mir das Kotzen verkneifen muss. Also diejenigen, die da Profis drin sind und so, Freunde, ne, wahrscheinlich schon irgendwas beim Setup im Arsch. Ich würde da mal unten reinschreiben. Können wir das Video jetzt einfach lassen? Oh, das ist zu viel Rauch hier. Seht ihr das? Das schmeckt jetzt auch nicht unbedingt gut. Das schmeckt von einer Zigarette, Alter. Aber mit einer kleinen Note Pfirsich im Abgang. Aber die ist mit einem Hauch von Pfirsich. Ja, wir wollen den Hersteller jetzt da nicht zu sehr auf die... Und Kaschmirseide auch natürlich. Ne, mir schmeckt das von einer Zigarette. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ich will dem Hersteller jetzt nicht zu nahe treten. Man schmeckt da auf jeden Fall Pfirsich. Ja, trägt den Abend. Ist schon gut. Also gut zu machen. Boah, irgendwas stimmt da hier nicht, Alter. Sind die Kohlen zu fest? Wie können die anderen denn das alle ziehen? Ich meine, man kann den ziehen, aber ob man da jetzt lange dran ziehen möchte. Wir haben ja gehört, oder ich habe das von Kollegen gehört, dass der Kopf durchaus anderthalb Stunden halten kann. Ja, wenn der von Anfang bis Ende so schmeckt, ist das normal. Das schmeckt so wie die anderen Tabaksorten am Ende gerade. Wer will den so lange rauchen? Wir haben, ich habe auch mal gehört vom Kollege, der hat ja den ausgemacht, weil er, ja, wem wundert es, keine Lust mehr hatte, weiter zu rauchen. Warum, wenn ich rauche, ja? Und dann hat er den nochmal angemacht später. Das geht durchaus. Jetzt brauchst du mir hier nicht angucken wie so eine Gesichtswurst. Ja, ich bin am Ziehen, das ist eine sehr asoziale Aktion von dir gewesen. Ich hoffe, er weiß. Ja, dann zieh ruhig, da gönn dir das. Die anderen Sorten, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so natürlich Aromen sind. Aber so langsam kann man ziehen. Schmeckt komisch. Aber das schmeckt echt komisch. Ja, Freunde, hello. Ich wusste das, ey. Ja, ich wusste das. Zieh ein bisschen weiter, die Leute unterhalten, mir dreht sich gerade einfach alles. Also. Jetzt kann ich jetzt ja auflösen. Ich habe ja gesagt, ein Kollege, dem wurde da schlecht von. Letztes Mal hat er mich verdächtigt, dass ich jetzt mich ja irgendwie, ne? Es war Christian. Es war ich? Er war es, ja. Bist du bescheuert oder was? Aber das kommt gut rüber, das könnten alle glauben. So wie du jetzt hier den sterbenden Schwan machst. Nee, man kann den rauchen, schmeckt halt ein bisschen nach Pfirsich. Aber jetzt kommt er. Also am Anfang war er echt stark, aber jetzt gerade. Ich denke mal, die Kruste ist jetzt oben angebrannt und hindert die Kohle daran, an den restlichen Tabak anzugreifen. Ist dann so eine Kruste, so ein Krustenring da oben drum. Ist ja schön, dass der Tabak oben weiter verbrennt und wieder dann. Ja, wir haben schon andere Sachen hier auch, Freunde. Aber mir dreht sich alles. Wir machen jetzt mal einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich nach 10 Minuten wieder, damit ihr mal die Folgen seht. Wir haben ja gesagt, die Folgen, ne? Die Folgen vom Tangiers, Freunde, ne? Wir sehen uns gleich wieder, ne? Ja, Freunde, 25 Minuten später. Da sind wir wieder. Man kann ihn jetzt, also er drückt, ich finde, er drückt beim Rauchen. Ihn jetzt aber rauchen, also. Aber ich kriege ein Nikotinfläschchen am anderen hier, also. Und wir rauchen schon viel, also täglich eigentlich, wir sind es gewohnt. Aber ich werde da echt müde von. Ich glaube, das kommt, das ändert sich, das ist phasenweise, wie bei manchen Stoffen, die man nicht einnehmen sollte. Ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr mal irgendwie auf total, ihr müsst pennen, weil ihr morgens früh raus müsst und ihr seid irgendwie total aufgedreht, raucht den und ihr pennt danach ein, aber nicht zu lange. Alter. Wichtig ist, wenn ihr den Kopf raucht, vorher viel Essen dabei, viel Trinken, sehr wichtig. Also ihr braucht eine gute Tagesform dafür, glaube ich. Gerade für die, die jetzt, wie jetzt einmal anfangen, die ganzen Sachen natürlich nicht gemacht. Ich habe heute ein Milchbrötchen gegessen. Nein, ich habe mehr gegessen. Gibt vielleicht ja irgendwelche Tangiholics,
die das täglich rauchen und dann 2-3 Köpfe davon oder 5 Stunden sitzen. Würde mich aber interessieren, schreibt es in die Comments. In meinem Fall ist es nicht. Nee, für mich ist der Geschmack so voll, so, der läuft so nebenher, ey. Am Anfang war eine richtige Zigarettennote, das fand ich richtig widerlich. Boah. Ja, man hat schon beim Ausatmen so diesen... Ja, den leichten Pfirsich auch, aber... Aber auch diesen Aschenbecher-Geschmack zum Teil bin ich. Ich bin nicht begeistert. Also, wenn irgendwelche Leute ihn mögen, ist halt Geschmackssache. Also, ich brauch's nicht unbedingt täglich. Da ist er richtig kaputt danach, ey. Ja, ich glaub, war's ja noch. Machen wir einen Schnitt oder machen wir jetzt Ende, glaube ich. Ne, also ich krieg schon wieder ein. Oh Gott. Probiert es aus oder lasst es. Wenn ihr euch der schmeckt, dann schreibt in die Comments, wenn ihr da andere Meinung seid. Also mein Fall ist es nicht. Ich brauche den, ich müsste den jetzt nicht täglich rauchen. Hm. Stell dir den mal vor, wenn er im Sommer sitzt draußen, liegt die Sonne am Knallen und dann der Tabak. Ey, da bist du direkt am Liegen, Sonnenbrand am nächsten Tag. Nee. Ist war das für dich, glaube ich. Ja. Na vorne, wie gesagt, müsst ihr selber wissen. Also das, als Anfänger holt euch auf jeden Fall Tipps dabei. Aber ich glaube, selbst im Kopfbau-Video wäre ich da gnadenlos gescheitert. Ich weiß nicht, also ob die Lochung da beschissen ist oder ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, der muss so sein. Qualm tut das bestialisch. Aber wenn das so schmeckt, dann verstehe ich den ganzen Hype darum nicht. Also irgendwas läuft hier gerade gründlich daneben. Ja, probiert es aus, schreibt in die Comments eure Meinung. Wenn nicht, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ganz komisch. Würde ich sagen, ne? Aha. Ja. Haken wir ab. Ja. Macht's gut. Viel Spaß und so noch damit. Ja. Bis demnächst. Ja, wir sehen uns im Video oder in den Comments. Ihr seid ja nicht blind, ne? Wenn ihr meine Videos guckt, ne? Oder wenn er dabei ist und so. Wir sind weg. Wir wünschen euch einen angenehmen Wochenstart, einen guten Wochenstart. Sehr viel Geschmack, wie immer. Sehr viel Rauch. Und das machen wir jetzt. Oder rauchen wir noch ein bisschen. Mal gucken, wie lange der eigentlich hält. Müssen wir eigentlich machen, ne? Noch ein bisschen rauchen. Wir rauchen dann bis zum bitteren Ende. Vielleicht kommt gleich dann nochmal. Vielleicht am Ende machen wir mal einen kurzen Einstieg. Ich weiß dann nicht, wir gucken mal. Ob wir noch fähig sind, gleich mal die Kamera nochmal anzumachen. Bleibt sauber. Stellung halten. Sehr wichtig. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.